Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben hier eine sehr ruhige Nacht verbracht, gefrühstückt. Ich war auch schon mehrmals wieder drüben am Badestrand. Da ist sogar eine Grundschulklasse dort. Die machen sowas wie einen Ausflug heute hier. Ja, heute soll es wieder regnen, besonders in der Region. Circa 1 bis 2 Stunden. Danach soll es wieder trocken sein. Wir fahren mal weiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wohin. Der Platz hier ist absolut empfehlenswert. Am Abend waren es mal 7+, also ungefähr 10 bis 11 Wohnmobile hier komplett verteilt. Kastenwagen und Wohnmobile, also ist ein beliebter Platz. Müllentsorgung ist da, WC-Anlagen sind komplett sauber, schließen aber nachts automatisch. Ja, und das Internet ist hier aber nicht so gut. Also wir haben hier teilweise 3G, ja, hin und wieder mal wieder LTE, aber wirklich nur sehr schwach. Aber das haben wir jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, der Spaßbremse bei uns. Haben jetzt nicht so unbedingt gebraucht gestern Abend. Ja, und jetzt geht's gleich mal weiter. Nach einer Stunde Fahrt sind wir genau hier bei Karlskrona direkt am Hafen gelandet. Ja, wir sitzen tatsächlich noch im Wohnmobil und schauen direkt auf die Ostsee. Und auf der linken Seite seht ihr, ja, so einen Leuchtturm. Ja, wir werden heute ein bisschen Zeit hier bei Karlskrona verbringen und uns Karlskrona mal anschauen. Oder? Ein bisschen. Ein bisschen schauen wir uns Karlskrona an. Ja, solange es trocken bleibt. Genau. Ja, wir haben uns nur kurz hinlegen wollen. Das war so circa um 2 rum und haben jetzt bis um 17 Uhr geschlafen. Und jetzt ist auch das Wetter richtig passend. Also jetzt könnten wir Karlskrona hier richtig eben mal durchlaufen und alles ein bisschen fotografieren und aufnehmen. Geht aber leider nicht, denn ab 16 Uhr ist eigentlich hier Parkverbot. Und wir stehen jetzt seit einer Stunde illegal praktisch hier rum. Tanja macht jetzt klar Schiff, dass wir hier wegkommen, bevor wir noch einen Strafzettel bekommen. Und dann fahre ich von hier ein paar Kilometer entfernt zum nächsten Parkplatz. Oder wir suchen unterwegs einen, damit wir dann doch noch hier ein bisschen spazieren gehen können. Einfach verpennt, einfach verschlafen. Am Mittag. Im Urlaub ist das, glaube ich, ganz okay. Ja, jetzt haben wir einen Parkplatz gefunden hier am Sportplatz im Karlskrona. Und das ist ein Fußballplatz, so ein Hobby-Fußballplatz. Und wir laufen jetzt von hier aus natürlich um einiges mehr. Doch dadurch sehen wir auch mehr. Und wir haben ja die ganze Zeit eh nur gesessen und gelegen. Von dem her ist ein bisschen Bewegung, glaube ich, ganz gut. Und wenn es klappt, möchten wir heute mal Zimtschnecken essen. Mal schauen, ob wir was finden. Wir laufen gerade über eine Brücke und haben mit dieser Aussicht Wahnsinn. Und auch diese Balkone hier, also diese Wintergärten, sehen echt mega aus. Ja. Laufen wir mal weiter. Und auf der Seite eigentlich auch wunderschön. Und wunderschöne Häuser. So, Leute, über Google Maps haben wir auch diesen Stadtgarten gefunden. Riesengroße Grünfläche mitten in Karlskrona. Ja, die Stadt selber hat so ungefähr ein Flair von Freiburg. Und ja, bis jetzt, was wir gesehen haben, schön, uns gefällt es, Multikulti. Und ich drehe jetzt mal die Kamera um. Da drüben, wo die Bäume sind, fängt der Garten an. Natürlich nehmen wir euch mit.
Da wäre ein Kaffee. Und hier ist die Grünfläche. Der kleine Park mitten in der Stadt. Mag sowas, haben wir auch in Amsterdam gehabt, gell? Ja. Genau. Ja, das ist so eine Baumallee, da fotografiere ich nachher mal. Bestimmt auch interessant. Wir waren da vorhin beim City Grill und einfach mal so, dass ihr wisst, 100 schwedische Kronen sind circa ja, 9 Euro. 9 Euro kostet ein Döner. Also ist ja stadtmittig, 9 Euro für einen Döner. Ich meine, in Deutschland kosten es so mittlerweile 7. Ich bin für die Dönerpreisbremse in Deutschland. Und hier wahrscheinlich ja bei 9 Euro für einen Döner. Ist uns zu teuer. So, jetzt sind wir mitten in den Karlskrona. Hier ist so ein Platz mit einem Denkmal. Habe ich mal geguckt auf Google. Karl der XI. steht hier drauf. Kenne ja die Geschichte von Schweden leider nicht. Also wer oder was das war. Ich drehe mal die Kamera um. Da auf der rechten Seite seht ihr Franziska oder Franziska-Kirche. Hier sieht so aus wie ein riesengroßes Rathaus oder Amtsgebäude und hier auch noch mal, ja, wie eine alte Kirche, würde ich sagen. Nur halt umgebaut. Ich guck mal, ob ich irgendwas zum Lesen bekomme, dann berichte ich. Aber wirklich schön hier mitten in Karlskrona. Ein schöner Platz. Ja, und die Möwe macht sich halt auf den Kopf genau richtig gemütlich. Muss ich gleich mal fotografieren. Ich habe jetzt mal gegoogelt, das ist eine Dreifaltigkeitskirche. Hinter mir ist die Friedrichskirche. Das sind beides Kirchen, kein Museum. Und ja, hier das Denkmal von Karl den XI. Der war im 16. Jahrhundert tatsächlich König von Schweden. Jetzt gehe ich da mal rein in die
Dreifaltigkeitskirche, die hat irgendwas ja, Römisches anscheinend aus der römischen Architektur. Dann gehen wir mal da rein. Bei der nächsten Sehenswürdigkeit von Karlskrona angekommen. Das ist der Amiralitätsstapel. Das ist so ein holzerner Turm. Und wir haben zwar jetzt eine Tafel gesehen, wo es aber für uns nicht verständlich war von den Sprachen her. Auf jeden Fall ja, war früher dieser Turm nicht drauf. Unten drunter ist so ein Tunnelsystem. Und ja, von 1600 noch was sieht man da ein paar Personen, Menschen, die da was befördern. Ja, aber so richtig schlau geworden sind wir auch nicht. Muss ich auch noch mal nachher googeln. Kann es ja nachberichten. Ich drehe jetzt mal die Kamera um. Oh, ja, so sieht das aus. Ich gehe jetzt auch mal rüber. Das ist ein schöner kleiner Park hier. Und habe auch ein paar Fotos natürlich gemacht. Die blende ich dann auch noch mal ein. Und dann seht ihr da unten noch mal hier der Tunnel, von dem ich gerade geredet habe. Jetzt laufen wir mal da hoch und schauen uns das hier mal an. Ja, wir laufen jetzt Richtung Wohnmobil. Wir haben einiges in Karlskrona gesehen. Klar, müsste man normalerweise vielleicht hier ein paar Tage länger bleiben, um tatsächlich ja, in Karlskrona alles gesehen gehabt. Also Museen haben wir nicht besucht, mit dem Hund sowieso schlecht. Das wissen wir beide. Und, aber sonst, die Stadt gefällt uns sehr gut, eine schöne Hafenstadt. 15 Minuten Autofahrt von Karlskrona entfernt. Gibt es noch mal einen Hafen, wenn wir Glück haben, können wir dort heute übernachten. Es scheint ruhig zu sein dort und da wollen wir auch was essen. Also wir sind so circa 20 Uhr dann dort. Ja, wenn wir da noch einen Platz kriegen, weil gute Plätze sind meistens hier in Schweden mit Park for Night zu finden, aber dann auch meistens vergeben, ab einer gewissen Uhrzeit. Schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück heute Abend. Ich hoffe mal, drückt uns die Daumen, wir melden uns dann vom
Ja, ab unserem Schlafplatz wieder. Es ist wahnsinnig schön, wenn der leicht kühle Wind nicht wäre. Eigentlich auch jetzt ist es schön, aber der Wind, der jetzt hier weht, er ist schon kühl. So, jetzt laufen wir mal hier. Wir sind wieder beim Wohnmobil angekommen und Tanja war vorhin mit unserem Hund Kishia unterwegs und hat gesagt, dahinter, hinter dem kleinen Waldstückle ist auch der See. Und habe ich gesagt, jetzt zeig ihn mir mal. Und wir gehen jetzt direkt da drauf. Schaut mal. Eigentlich könnte man ja auch hier übernachten, ne? Wow. So, das ist jetzt hier unser Schlafplatz. Das ist irgendwie so ein kleiner Hafen. Hier kann man schön spazieren gehen. Auch gut mit Hund. Und auch über Park4Night gefunden. Juhu. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben es mittlerweile auch schon wieder nach 10. Wir haben sehr gut geschlafen hier. Ein sehr schöner Stellplatz, ruhiger Stellplatz. Ich drehe mal die Kamera um. Ja, hier ist eine kleine Hafenanlage. Da drüben ist auch so eine Bucht mit mehreren, ja, sag ich mal, kleinen Seglern und Motorbooten. Da rechts hinter den Bäumen muss auch so ein Zeltlager sein. Da haben wir gestern noch Musik gehört, aber nicht störend. Also wirklich, ja, wir waren jetzt hier 3 Wohnmobile heute Abend. Wir fahren jetzt weiter zu der Stadt Kivik. Die schauen wir uns auch an. Das sind so circa 1,5 Stunden Fahrt. Wir sind dann heute in der Stadt Kivik, nehmen euch natürlich mit, machen auch wieder Fotos und ja, zeigen euch ein bisschen die Stadt Kivik hier direkt, auch eine Hafenstadt. Und danach möchte mir zu den Steinen, Allee Stanar. Das sind diese Steine, die in so einer ovalen Formation gerichtet sind. Da war ich auch noch vor 4 Jahren. Das möchte ich mir nochmal anschauen. Beziehungsweise möchte ich auch, dass die Tanja das da oben sieht. Und das sind so für die nächsten 2 Tage unsere Pläne. Mal gucken, wie es kommen wird. So, und so sind wir gestanden. Kishia schön draußen, sonnt sich schon ein bisschen. Auch wenn es bewölkt ist, ab und zu kommen Sonnenstrahlen raus. Und ja, dann ist es auch wirklich angenehm. Der Wind ist heute nicht so kalt wie gestern. Gestern war ja schon sehr kalt am Abend besonders, aber jetzt muss ich sagen, geht das. Wir müssen aufpassen, hier haben die Wildenten geschissen, wo man drauf tretet. Genau, da muss man genau aufpassen.